Was ist gerade passiert? Warum fühle ich mich so klein? Ich habe gehört, dass wenn man auf diesen Knopf drückt, dass alle Körper getauscht werden, die im Raum sind. Was? Glaubt ihr das? Wir können es doch testen. Hallo Kinder, ich bin nur noch Markus vorbeigekommen, um zu gucken, was ihr macht. Ihr spielt ja schön. Stimmt. Ja, Papa, wir spielen. Ja, ich wollte nur das Gleiche fragen. Rose, du drückst. Wir haben Angst. Okay, 3, 2, 1. Was ist gerade passiert? Warum fühle ich mich so klein? Bella, warum hörst du dich so an wie Papa? Ich bin nicht Bella, ich bin dein Papa. Aber warum klingst du so wie Rose? Ich will meine Puppe! Jetzt wird nicht gespielt. Ich glaube, wir haben unsere Körper vertauscht. Ich will Kaffee. Warte mal, ich bin ja groß. Das bedeutet, ich darf doppelt so viel Kaffee. Ja, ich möchte auch. Kaffee trinken! Wie macht man überhaupt Kaffee? Weiß ich nicht, fragt Mama. Okay. Mami, ich will meinen Kaffee! Ach, diese Jugend heutzutage. Ich komm da nicht ran. Bella, drück mal den Knopf kurz. Okay, Mami, Bub. Hier ist euer Kaffee. Lecker, das schmeckt so besser als noch nie. Das schmeckt schokoladig. Das ist Kaffee, aber kein Kakao oder so. Wüssten sie nur. Wissen wir was? Nichts, nichts. Was könnten wir wohl machen, dass wir wieder unsere Körper bekommen? Im Internet steht, man soll sich genauso verhalten, so wie die Person, die ihm den Körper gehört. Okay, Rose, dann versuchen wir es mal. Mama, dann musst du ja mein Handy haben. Hier. Danke, aber wie funktioniert das? Püppchen, Püppchen. Luisa, also Mama, ich bin ja jetzt Luisa, also im Körper. Heißt das dann nicht, dass ich mit der Puppe spielen muss? Püppchen, Püppchen! Oh, nee. Ich möchte mein Püppchen! Du bekommst dein Püppchen, wenn die Körper wieder getauscht sind. Wartet mal, das bedeutet ja, ich muss Kaffee, also Kakao, trinken. Wie bitte? Hab ich das richtig gehört? Kakao? Nein, Bellachen, ich sagte nicht Kakao, sondern Kaffee. Ach so, das war knapp. Also ich bin ja Klaus, also Papa. Also muss ich jetzt sagen, Mama, ich meinte Nina, ich möchte Fernseher gucken. Ich bin ja, ja. Ja, ich gehe aus dem Weg, aber hier dein Spiegeleier. Papa sagt immer Dankeschön und Checkeschön. Wie funktioniert das denn? Hä, was soll Spaß machen an Puppen? Fußball gucken ist langweilig, ich will lieber True Butterfly gucken. Der Kaffee schmeckt auch nicht. Der Abwasch macht auch nicht Spaß. Ha! Ich muss jetzt irgendwie auf Toilette, aber ich habe keine Lust hochzugehen, weil ich so kleine Füße habe. Ich habe eine Idee, ich habe doch eine Windel an. Stopp, Papa! Zu spät. Ja, Papa, wechselt ihr jetzt die Windel? Mama. Reiß dich zusammen, Luisa. Ich wechsle zum ersten Mal die Windel. Kannst du jetzt bitte die Windel wechseln? Ja. Hä, wo sind die frischen Windeln? Ich habe eine Idee. Oh, ein bisschen Kleber. Fertig. Danke. Oh. Warum tauschen wir nicht mehr unsere Körper? Hier im Internet steht, dass man auf den Knopf drücken muss. Ach ja, der Knopf! Papa, was machst du da mit meinem Körper? Ja, Luisa hat mir eine Windel gegeben. Windel, das sieht aus wie meine Decke, wo ich schlafe. Benutze sie lieber nie wieder mehr. Da drinnen wurde eben gerade ein Geschäft erledigt. Papi! Okay, ich drücke drauf. Okay. Schläft schon seit einer halben Stunde. Bin wach. Und was hat Bella um ihr Bein? Unser Traum!